das neue Jahr 1661. Es lebe das neue Jahr. Es lebe Frau Carolina. Es lebe Frau Carolina. Es lebe unser verehrter Gouverneur. Es lebe unser Gouverneur. Zum Wohl, Dominik. Ja. Natürlich, es lebe die Liebe. Ja, schönes Kind, die Liebe soll leben. Aber es gibt etwas Wichtigeres als die Liebe. Das Gold, meine Damen. Das dürft ihr nicht vergessen. Prosit, das Gold soll leben. Wir haben auf der ganzen Fahrt kein spanisches Schiff mehr gesehen. Mir scheint, Sie haben endlich eingesehen, dass Sie uns das Recht erobert haben, in diesen Breiten zu leben. Hoffentlich, aber wir wollen jetzt nicht von diesen Dingen sprechen. Trinken wir lieber auf das neue Jahr. Auf das neue Jahr. André! Papa! Ah, unser Lieblings-Solange. Ah, komm zu deinem alten Freund André, mein Kleines. Ah, das ist aber lieb, dass du uns gute Nacht sagen willst. Zuerst ein Kuss für Papa, dann komme ich, dann einmal Bartzupfen. Sie hat nur Augen für morgen, euch. Morgen, wenn Papa es erlaubt, werden wir beide ganz allein spazieren reiten, ja? Aber jetzt musst du schlafen. Bringen Sie zu Bett. Ich werde jetzt die Wachen kontrollieren. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Auch das in einer Nacht wieder heute. Ja. Schlaf gut, Salah. Und das sind doch Schüsse. Ja, ganz harmlose Schüsse. Ihr braucht keine Angst zu haben. Oh! Ich habe das arrangiert, Exzellenz. Warum habt ihr mir nichts gesagt? Dann wäre die Wirkung nur halb so groß. Ich wollte euch doch überraschen. Vielen Dank. Sehen wir es uns an. Gut. Ein großartiger Einfall. Der Einfall ist eurer würdig. Ich bin glücklich, euch zu meinen Mitarbeitern zählen zu dürfen. So geriet Fort Carolina unter die Herrschaft der Spanier. Dominique de Gauche war als Lohn für seinen gemeinen Verrat zum Gouverneur ernannt worden und regierte nun seit 15 Jahren mit Terror und Gewalt. Seine früheren Landsleute waren der Willkür spanischer Soldateska ausgeliefert. Dominique ließ den Mordbrennern freie Hand, denn je mehr französische Siedler sie niedermachten, desto größer wurde sein eigenes Vermögen. Alle herrenlos gewordenen Güter gingen in seinen Besitz über. Aber er konnte sich seiner Beute nicht erfreuen. Ein Mann namens Ruiz, eine geheimnisvolle, fast legendäre Gestalt, durchkreuzte immer wieder seine Pläne und bedrohte sein Leben.
Seine Angst vor diesem Gegner, dessen Gesicht er nicht einmal kannte, wurde immer größer. Schließlich verschanzte er sich auf seiner Burg und wagte nicht mehr, sie zu verlassen. Er war zum Gefangenen seines eigenen Gewissens geworden und hatte keinen anderen Gedanken mehr, als zu fliehen, sobald sich eine Gelegenheit dazu bieten würde. 33, 34, 35, 36, 37, 8, 9, 14. Was, mehr nicht? Das ist der übliche Preis. Aber mit der Gefahr steigen die Preise. Es ist gut, Herrera. Danke, ihr könnt gehen. Dein Sinn steht wohl nur nach Geld, was? Nein, aber ich kann gut rechnen. Du verlangst von mir, dass ich für dich spioniere und die Namen der Leute herausfinde, die auf der Seite deiner Feinde stehen. Du weißt genau, dass ich dabei ständig Gefahr laufe, von Ruiz getötet zu werden. Soll ich das etwa umsonst tun? Dieser verfluchte Ruiz. Alle zittern vor seinem Namen, aber niemand weiß, wie er aussieht. Alle, die ihm einmal begegnet sind und mit dem Leben davonkamen, haben nachher behauptet, er trüge immer eine rote Maske. Wenn ich doch bloß wüsste, warum dieser Mann mich mit einem solchen Hass verfolgt. Warum lachst du? Weil du Angst vor ihm hast. Der Mann, vor dem sich alle fürchten, fürchtet Ruiz am meisten. Ich mache das nicht mehr länger mit. Ich will so schnell wie möglich hier weg. Und da ich nicht gegen ihn ankomme, werde ich eben fliehen. Warum versuchst du nicht, seinen Schlupfwinkel zu finden? Weil seine Leute draußen bereitstehen, um mich zu ermorden. Sie lauern überall außerhalb des Schlosses, sogar in deiner Taverne. Vielleicht gehören auch deine engsten Freunde, von denen du dich umarmen lässt, zu den Verschwörern. Mein großer und mächtiger Gouverneur ist eifersüchtig und fürchtet sich. Aber deine Conchita wird dich beschützen. Ich habe meine Augen und Ohren überall. Du kannst dich völlig auf mich verlassen. Herein. Was gibt's? Der englische Gesandte möchte euch sprechen. Gut, ich lasse bitten. Du musst dich verstecken. Warum denn? Frag nicht so viel. Geh nach nebenan und warte, bis ich dich rufe. Bitte sehr, Exzellenz. Ich habe den Eindruck, ihr befindet euch in einer sehr schwierigen Lage, Exzellenz. Meint ihr etwa wegen der bevorstehenden Exekution? Das ist nicht außergewöhnlich. Ich meine, weil es so schwer ist, bis zu euch vorzudringen. Ihr habt die weite Reise sicherlich nicht unternommen, um darüber mit mir zu plaudern. Es wäre wirklich übertrieben, nur deshalb eine so weite Reise zu unternehmen. Ich habe den Eindruck, euch stört die Anwesenheit von Kapitän Herrera. Da braucht ihr keine Sorge zu haben. Er ist mir treu ergeben, wenn ihn auch der Vizekönig hierher versetzt hat, um mich zu überwachen. Also sprecht. Was ist die britische Krone bereit zu zahlen, falls ich euch die Kolonie übergebe? Ihr habt solche Eile, dieses heikle Problem vorzubringen, dass man fast glauben könnte, euch wäre der Boden in Fort Carolina ein wenig zu heiß geworden. Es war nur eine Frage. Das war eben der Fehler. Ihr solltet mir keine Frage stellen, ihr solltet mir lieber etwas anbieten. Ich biete euch doch Fort Carolina an. Fort Carolina ist nicht viel wert. Die spanischen Besitzungen in Venezuela, Peru und Mexiko sind interessanter. Da habt ihr recht, aber ich kann euch nichts anbieten, was ich nicht besitze. In einigen Tagen läuft ein spanisches Schiff Fort Carolina an. An Bord dieses Schiffes befindet sich ein Teil des märchenhaften Aztekenschatzes, den der berühmte Admiral Cortés seinerzeit nach Panama gebracht hatte. Dieses Gold könnte England helfen, den Krieg gegen Spanien zu finanzieren. Versteht ihr jetzt, was ich von euch will? Ja, jetzt verstehe ich, was ihr von mir wollt. Aber das scheint mir ein bisschen viel für den Schutz, den ich als einziges von euch verlange. Schutz, sagt ihr? Ich würde sagen, ein Strich und eine böse Vergangenheit. Glaubt ihr, ich wäre wahnsinnig? Dabei würde ich den Schutz der Spanier verlieren, aber von eurer Seite nichts gewinnen. Verzeiht bitte, aber ihr wisst, dass wir Engländer um nichts auf der Welt jemals unsere Teestunde versäumen. Ich muss euch jetzt verlassen. Wenn ihr die Unterhaltung fortsetzen wollt, könnt ihr mich ja benachrichtigen. Schmuckstück der Marquesa Conchita Olivares jetzt ins Wasser werfen. Wer es herausholt, darf es behalten. Auf, Freunde, versucht euer Glück. Auch du, Solange. Mach mit. Natürlich, Papa. Fertig. Los.
Servus, Alonso. Jetzt gehört sie dir, Solange. Da ist der Einäugige. Was gibt's Neues in Fort Carolina? Es sind wieder einige Franzosen festgenommen und zum Tode verurteilt worden. Sie sollen öffentlich gehängt werden. Wann wird das Urteil vollstreckt? Morgen bei Sonnenaufgang. Was habt ihr vor? Ich werde hingehen. Ist das nicht so gefährlich? Es geht um das Leben unschuldiger Menschen. Sollen wir vielleicht wieder mal unser Leben umsonst riskieren? Wir riskieren unser Leben fast jeden Tag. Ja, aber dann wissen wir wofür. Für Gold und andere Beute. Wir sind doch Piraten und keine Wohltäter. Aber damals, als wir dich vom Galgen abschlitten, da passt es dir, nicht wahr? Dass wir unser Leben riskierten, um einen Menschen zu retten. Chico hat völlig recht. Wer sich unter den Befehl von Kapitän Ruiz gestellt hat, hat sich damit verpflichtet, immer und überall gegen die Spanier zu kämpfen. Ganz egal, ob dabei Beute gemacht wird oder nicht. Was soll das, Freunde? Den wäre ich... Was soll das heißen, Perol? Wir reden zu viel. Was unser Kapitän befehlt, wird ausgeführt. Bravo, Perol! Wer von euch hat Mut und geht mit mir? Wer Bauchschmerzen hat, macht die Waffen klar und versieht euch mit der nötigen... Was seid ihr doch für eine abenteuerlustige Bande? Vater, bitte segne mich. Was, schon wieder? Fürst von Fort Carolina, Dominique de Gourges. Ergeht folgendes Urteil. Gaston Lefebvre, François und Jean Labic sind der Rebellion und des Hochverrats für schuldig befunden worden und werden daher mit dem Tode durch Erhängen bestraft, wie das Gesetz. Das Urteil ist hiermit rechtskräftig und wird heute am 16. Juli 1676 vollstreckt. Die Leichen der Hingerichteten werden 3 Tage lang am Galgen hängen, als abschreckendes Beispiel und als Warnung für alle, die es wagen sollten, gleich ihnen gegen die Herrschaft seiner Exzellenz des Gouverneurs zu rebellieren und die Gesetze zu missachten. Diese Banditen alle meine Pläne. Wenn ihr hier etwas Wirksames unternommen hättet, wäre das nicht passiert. Ihr wisst noch nicht einmal, wo sich der Schlupfwinkel befindet. Beruhigt euch, Exzellenz. Ich habe schon befohlen, neue Geiseln festnehmen zu lassen. Jetzt verstehe ich, warum ihr solche Angst habt. Dieser Ruiz ist wirklich ein gefährlicher Bursche. Spart euch die ironischen Bemerkungen. Sagt mir lieber, wann das Schiff mit dem Gold eintrifft. Ich bin sicher, dass ihr das ebenfalls genau wisst, da ihr so gut über die spanische Flotte informiert seid. Heute Abend vor Sonnenuntergang. Der Kapitän heißt Carlos de Escampobar. Er ist ein junger, tapferer, treuherziger Kerl, der nicht fähig wäre, einen Verrat zu begehen. Den müsst ihr aus dem Weg räumen. Wenn ihr dann einen Mann an seine Stelle setzt, der uns die Providencia mit ihrer wertvollen Ladung in die Hände spielt, wird die britische Admiralität dafür euren Schutz übernehmen. Ihr sprecht, als ob es sich um ein Spiel handeln würde. Euch aus den Fängen von diesem Ruiz zu befreien, ist ganz bestimmt kein Spiel. Auch die Bevölkerung von Fort Carolina hasst euch. Ihr habt nichts getan, um euch bei euren Landsleuten, die ihr verraten habt, Achtung zu verschaffen. Jetzt sehen sie in Ruiz ihren Befreier.
Glaubt ihr, dass eure Landsleute mich nach diesem neuen Verrat achten? Das kann ich euch nicht zusagen, aber wir werden euch befreien. Wer garantiert mir, dass eure Leute Wort halten, wenn sie das Schiff in Händen haben? Meine Gegenwart. Ich werde hier bleiben. Mein Kopf ist genauso viel wert wie der eure. Lasst die Finger davon, du hast dein Teil gehabt. Jetzt fühlt ihr euch besser, was? Das werde ich ruhig nicht vergessen. Das glaube ich. Habt ihr für uns auch noch etwas zu essen, Freunde? Wo ist Rui? Der kommt später, er ist mit dem Einäugigen zurückgeblieben. Jetzt habe ich aber genug. Was soll das heißen? Wir müssen sofort an Bord zurück. Wenn wir auf Ruhe hören und noch eine Nacht hier an Land bleiben, dann sind wir verloren. Du denkst nur an dich, nicht an die anderen. Ich spreche für alle. Seit 3 Monaten haben wir keine Beute mehr gemacht. Und dabei hatten wir oft Gelegenheit dazu. Auch heute hätten wir in die Häuser eindringen können, weil das ganze Volk bei der Hinrichtung war. Aber nein, das wollte er nicht. Ihm war es wichtiger, diese Leute zu retten. Und er ist immer noch nicht zufrieden. Er will unter allen Umständen noch mehr von diesen Dreckbauern retten. Das ist ein Ende, du Feigling. Ich werde dich in die Hölle schicken. Nein, Skevola, es wäre unfein, einen Misthaufen in Gegenwart einer so hübschen Dame und eines so frommen Mannes zu verbrennen. Unser wahrer Freund Real wird uns versprechen, sein lockeres Mundwerk von jetzt ab etwas mehr im Zaume zu halten. Hört euch die geschwollenen Reden dieses verkrachten französischen Edelmannes an. Sprachen deine noblen Freunde auch so mit dir, wenn sie merkten, dass du sie beim Spiel betrogen hast? Sprachen überhaupt nicht mehr, denn sobald sie etwas merkten, habe ich sie erschossen. Beim nächsten Mal wirst du auch erschossen. Bravo, Salon. Was gibt's Neues, Kapitän? Macht euch keine Sorgen, die Herrschaft der Spanier ist bald vorüber. Ich danke euch. Gut, dass du hier da bist. Meine Anerkennung, Freunde, ihr habt gekämpft wie die Löwen. Hauptsache, dass die armen Teufel frei sind. Was haben sie euch zu verdanken? Das nächste Mal hängen wir den Überfall alle zur Hölle. Aber du auch. Natürlich, ich muss ja mit. Hol dir mal das Essen. Danke. Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich bin nicht ohne Grund in der Stadt geblieben. Aber das erkläre ich dir später. Danke, Freunde! Tja, kleine Solange, das war ein hartes Stück Arbeit. Ich bin froh, dass es sich wenigstens gelohnt hat. Aber wir sind noch nicht am Ende. Du bist ein toller Kerl. Es war gut, dass du dem Real das Maul gestopft hast. Ich habe diesen Burschen nie getraut. Es ist aber auch wirklich sehr schwer zu begreifen, warum du immer wieder so hartnäckig bist und unser Leben aufs Spiel setzt, um ein paar Franzosen zu retten. Warum gerade in Fort Carolina und gegen einen Gouverneur, den niemand von uns kennt? Aber es sind doch Franzosen wie du und ich, Solange. Du müsstest mich doch wenigstens verstehen. Ich versuche ja auch, dich zu verstehen, wirklich, aber es ist nicht so einfach. Du machst mir also Vorwürfe, weil ich Ideale habe. Weil ich mich seit vielen Jahren für etwas Gutes einsetze. Ja, aber wir sind doch Piraten. Ich bin unter deinen Leuten auf diesem Schiff aufgewachsen. Du hast völlig recht, Solange. Ein Glück für dich, dass du nicht alles gesehen hast, was ich gesehen habe. Sag es mir, ich bitte dich darum. Nein. Wenn du es wüsstest, würde sich etwas zwischen uns beiden ändern. Und das könnte ich nicht ertragen. Gut, Papa. Aber eins sollst du wissen. Was auch immer geschehen mag, ich werde dich mein ganzes Leben lang lieben. Ich danke dir, mein Kind. Und jetzt hör mir mal gut zu. Ich war vorhin in der Hafenkneipe und habe erfahren, dass Dominique mit einem spanischen Schiff fliehen will, das in Kürze Fort Carolina anlaufen wird. Das wäre ja fein. Nein, er darf nicht fliehen. Ich will mit ihm abrechnen, das ist der Sinn meines Lebens. Du musst in die Hafenkneipe zurückgehen und versuchen zu erfahren, wann das Schiff eintrifft. Ja. Bei dir wird niemand Verdacht schöpfen. Ich werde einige von unseren Leuten in die Kneipe schicken. Aber sei trotzdem vorsichtig, hörst du? Gut, Papa. Ich reite sofort. Nein, nicht sofort, mein Kind. Warte, bis es dunkel wird. Wie du willst, Papa. Danke, Solange. Land in Sicht! Capitano, Fort Carolina liegt vor uns. Ah, ausgezeichnet. Wenn der Wind so bleibt, werden wir noch heute Abend einlaufen. Gebt her. Wir nehmen nur Lebensmittel und Trinkwasser an Bord und segeln weiter. Ich komme mir auf diesem Schiff vor wie auf einem Pulverfass. Fort Carolina ist jetzt eine spanische Festung. Ja, ich weiß, aber das Gold, das wir an Bord haben, könnte auch unsere Freunde in Versuchung führen. Nicht nur die Piraten und die Feinde Spaniens. Je weniger Zeit wir im Hafen der Festung verlieren, umso besser. Ich brauche nicht lange, um mir einen Rausch anzutrinken. In Panama hat mich jemand gebeten, wenn ich nach Fort Carolina käme, möchte ich die Wirtin der Hafenkneipe herzlich von ihm grüßen.
Von mir aus könnt ihr den Auftrag übernehmen, wenn ihr wollt. Conchita heißt die Dame. Ich glaube, an die hat mir auch jemand Grüße aufgetragen. Umso besser, das gibt ein Aufwaschen. Mit Informationen von Simmons müsste sich die britische Flotte im Augenblick hier befinden. Sobald ihr den Hafen verlassen habt, geht ihr auf Nord-Nordwest-Kurs, dann könnt ihr sie nicht verfehlen. Seit wie vielen Jahren habt ihr kein Schiff mehr geführt? Seit 7 Jahren, Senor. So lange habt ihr mich wegen der geringfügigen Sache eingesperrt. 5 Morde, Exzellenz. Habt ihr auch eine gute Mannschaft angeheuert? Lauter Schwerverbrecher aus dem Gefängnis. Das macht nichts. Hauptsache, Sie verstehen etwas von der Seefahrt. Habt ihr über den Lohn gesprochen? Sie bekommen den Rest Ihrer Strafe erlassen. Simmons ist einverstanden. Wie viele sind? 21. Das ist wenig. Aber dafür sind wir geschickt. Wir können 2 Deutsche auf einmal führen. Keine Sorge, Exzellenz. Die verstehen Ihr Handwerk. Es macht Ihnen sogar Freude. Armer Carlos, er war ein so sympathischer Mensch. Spar dir deine dummen Scherze. Also, Herrera, sobald es finster ist, führt ihr die Leute durch den unterirdischen Gang zum Wasser. Falls ihr jemanden braucht, der euch dabei hilft, vergesst nicht, ihm nachher den Mund zu stopfen. Ihr geht an Bord und haltet euch so lange versteckt, bis das Schiff auf offener See ist. Dann handelt schnell und entschlossen. Niemand darf am Leben bleiben. Die Leichen werden ins Meer geworfen. In dem Bericht, den ich nach Madrid schicke, werde ich dem König melden, dass britische Kriegsschiffe die Karavelle überfallen und entführt hätten. Ist das klar? Keine Sorge, wir leisten saubere Arbeit. Gut, dann geht. Augenblick. Habt ihr mit Conchita alles besprochen? Ich werde mich selbst in der Taverne aufhalten und warten, bis die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht hat. Habt ihr für Wein gesorgt? Ja. Sind auch Mädchen da? Die schönsten. Hm? Komm. Bist du mit mir zufrieden? Ich habe sie ausgesucht. Du musst heute Abend vor allem dem Kapitän den Kopf verdrehen. Da er dir so sympathisch ist, dürfte dir das ja nicht schwerfallen. Bist du immer noch eifersüchtig? Herein! Der Kapitän Carlos de Escampobar mit seinen Offizieren. Was sollen wir machen? Da fragst du noch, was du machen sollst? Führ sie sofort herauf! Oder warte. Ich werde nur den Kapitän empfangen. Die anderen sollen draußen bleiben. Das ist mir lieber. Geh und mach deine Sache gut. Du kannst dich auf mich verlassen. Nur ich? Warum? Der Gouverneur hat es befohlen. Merkwürdige Sitten. Warte draußen auf mich. Herein. Exzellenz, ich protestiere in aller Form. Augenblick, Kapitän. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Aber ich habe meine guten Gründe, nur euch zu empfangen. Also, ihr kommt von Panama und wollt nach Spanien. Warum habt ihr vor Carolina angelaufen? Seine Exzellenz, der Vizekönig, hat mir dieses Schreiben für alle spanischen Behörden mitgegeben. Eine geheime Ladung im Auftrag des Königs, jedwede Unterstützung. Was ist das für eine Ladung? Bedauere, aber ich darf nicht mehr sagen, als in diesem Brief steht. Und welche Hilfe braucht ihr von mir? Ich brauche dringend Wasser und Proviant. Ich werde dafür sorgen. Vertraut euch inzwischen Kapitän Herrera an und macht euch ein paar hübsche Stunden. Fort Carolina bietet nicht viel Abwechslung, aber in der Taverne von Conchita... Ich habe bereits davon gehört. Exzellenz? Ich hoffe, wir werden uns vor eurer Abreise noch einmal sehen. Natürlich, Exzellenz. Ich begleite euch. Jo, herein, Senores. Willkommen, Kapitän de Escobar. Euer Besuch ist eine große Ehre. Fühlt euch wohl in unserem Hause. So, Meisterchen, Herr. Ja, meine Kuhnarbeit. So, da haben wir's. Kapitän! Wer ruft mich? Ich rufe euch. Conchita. Willkommen in meinem Hause. Danke, Conchita. Danke. Mi amore, ey, mi amore ti do. Perché solo l'amore fa bella la vita e splende per me. Mio cuore. Perché solo nel cuore c'è tutto il calore che voglio da te. Oh, come un fiore di Spagna sbocciato d'incanto è l'amore per me. Questa musica accende più forte la fiamma che sento per te. L'amore.
solo l'amore fa bella la vita e tu sei con me. Bravo, bravo. Kommt ihr nicht an Land und amüsiert euch wie eure Kameraden? Ja, das geht nicht, wir müssen das Schiff bewachen. Sei doch nicht so, lasst uns doch an Bord. Oh, das ist verboten, der Käpt'n soll uns aufhängen. Und lass uns schon raus. Braucht ihr gar nicht zurück. Naja, meine. Naja, wenn das sicher ist. Kommt, Kinder, die Abkehr. Ihr hübschen Schwergeister, der könnt euch geschehen. Also rauf mit euch. Du gehst mir gleich. Dann bekomme ich keinen Kuss. So viel du willst. Ich danke euch auch im Namen meiner Leute. Aber ich muss jetzt an Bord unseres Schiffes zurück. Los, komm. Nein, ich lass dich nicht fort. Ich habe eine Flasche Burgunder kalt stellen lassen. Oben auf meinem Zimmer. Es tut mir leid, aber ich muss weg. Reiß dich los, wir müssen an Bord. Lass mich in Ruhe. Wir brechen auf, Freunde. Oh, komm her, mein Täubchen, ich zeig dir mal, wie geküsst wird. Lass mich in Ruhe, du Tölpel. Lass sie in Ruhe, du bist ja betrunken. Hörst doch, dass sie nichts von dir wissen will. Rühr mich nicht an, du. Pirol, wir kommen in einem sehr ungünstigen Augenblick. Umso weniger wird unser Kommen auffallen. Komm, Salaus. Sei unbesorgt, mein Kind. Ich werde dafür sorgen, dass dir niemand zu nahe kommt. Eine Karawelle mit einer Ladung Gold liegt im Hafen. Sie sticht morgen früh wieder in See. Da vorne ist Kapitän Carlos. Sie wollen ihn aus dem Wege räumen und das Schiff überfallen, sobald es wieder draußen auf See ist. Stinko, wer ist dieser Mann? Carlos, der Kapitän des spanischen Schiffes. Ich habe sehr interessante Sachen gehört. Das war ein schönes Stück Arbeit. Los, weiter! Lass dir endlich auf Raum kommen, wenn ihr nicht vertragt vorwärts! Warte doch ein bisschen hier, schöner. Nee, lass mich in Ruhe! Schöner geht's zum Teufel!
Halte die Pferde fest. Halt! Halt! Stehen bleiben! Ihr müsst umkehren, Vater. Wenn man um diese Zeit nicht mehr raus darf. Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es, aber ich muss leider auch nachts meine schweren Aufgaben erfüllen. Was heißt das? Was für Aufgaben? Es ist meine Pflicht, den Leidenden beizustehen. Wer baut euch denn heute? Etwa ein schönes Mädchen? Jawohl, du hast es erraten. Sie war einmal sehr schön. Jetzt ist sie unheilbar krank. Habt ihr sie im Wagen? Ja, ich muss sie aus der Stadt hinausbringen. Ich werde sie mir mal ansehen. Geh nicht zu nah ran. Was? Mach, dass ihr weiterkommt! Los, verschwindet! Warum hat er das nicht gleich gesagt? Lass ihn passieren! Ich hätte mich nicht in die Schlägerei einlassen sollen. Ihr habt sie nicht herausgefordert. Im Übrigen ist sowas von Zeit zu Zeit sehr gesund. Sobald es hell wird, stechen wir in See. Gut, Senior. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung, Kommandant. Wie stehst du denn da, Kerl? Nimm Haltung an. Alle Mann an Deck. Alle Mann an Deck, jawohl. Los doch, an Deck mit euch, sonst mache ich euch Beine. Wollt ihr das Essen probieren, Kapitän? Oh. Ah. Es schmeckt doch wundervoll. Geh zum Teufel, ich kann nichts Essbares sehen. Und wenn es ein Götterfraß wäre... Du müsst aber doch weg probieren. Weg damit, habe ich gesagt. Glaubt ihr, es wäre möglich, dass man als Kapitän noch mal seekrank wird? Wieso? Ist euch schwindelig? Mhm. Wir auch. Aber wir sind nicht seekrank, Kapitän. Sondern? Es ist von gestern Abend, von der Schlägerei und dem Wein. Übrigens, das war das erste Mal, dass mir eine Frau das Leben gerettet hat. Eine schöne Frau noch dazu. Lass zum Essen läuten. Essenausgabe! Thank you.
Captain! Filie Spiritus Sancti, Amen. Kommt, wir haben noch viel zu tun. Herr Kapitän, aber er ist noch nicht tot. Helft mir, ihn aufs Bett zu legen. Langsam. Vorsichtig. Ja. Oh. Vielleicht hat er etwas gebrochen. Ihr? Habt ihr eine Verletzung? Ihr gehört zu den Piraten? Ja, aber ihr habt nichts zu befürchten. Ihr habt meine Leute ermordet. Wir haben euer Schiff nicht überfallen, das waren die anderen. Was denn für andere? Die der Gouverneur von Fort Carolina gedungen hatte. Sie waren auf eurem Schiff versteckt. Und wer seid ihr? Wir gehören zu der Mannschaft von Ruiz. Ruiz? Wer ist Ruiz? Ich. Ich bin Ruiz. Seid ihr der Kommandant dieses Schiffes? Ja. Und es scheint, ich muss mich bei euch bedanken. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ruiz! Ruiz, seht euch das mal an. Das haben wir im Kielraum gefunden. Es sind mehr als 20 Kisten davon an Bord. Wer hat dir erlaubt, das zu nehmen, du Schuft? Leg es hin! Gebt euch keine Mühe. Ich halte euch doch nicht mehr besser als die anderen. Kapitän, die meisten Piraten kämpfen nur, um Gold zu gewinnen. Aber es gibt auch noch andere Dinge, um die es sich lohnt. Scher dich an Deck! Hier ist der Schuft, der für den feigen Überfall verantwortlich ist. Kapitän Herrera, der Held von Fort Carolina. Er hatte sich unten in einem Fass versteckt. Elender Verräter! Das ist der Vertraute des Gouverneurs. Ich bringe dich um, Schock! Tut mir leid, aber es ging nicht anders. Schafft ihn fort und legt ihn in Ketten. Und Kapitän, komm! Ich begreife euch nicht. Kapitän, dieser Mann ist für uns beide von großem Nutzen. Er wird uns alles erzählen, was wir noch nicht wissen. Noch nichts zu sehen und dabei müsste längst alles erledigt sein. Wie lange brauchen wir, um das englische Schiff zu benachrichtigen? Furchtbar, diese Engländer. Ach, diese Franzosen. Wasser! Hat er gesprochen? Er lässt dich lieber in Stücke reißen. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Sprich doch! Er gehört zu den Leuten von Ruiz. Er weiß alles über ihn. Für den fordere ich die doppelte Summe. Wenn er nicht spricht, bekommst du nichts. Weiß Ruiz etwas von meinem Plan? Wo ist er? Was hat er vor? Antworte, versuch nicht, den Helden zu spielen. Wenn du brichst, schenke ich dir das Leben. Begreifst du, was das bedeutet? Wenn du schweigst, bist du in ein paar Stunden ein toter Mann. Folter ihn, bis er spricht oder drauf geht! Kitzel ihn jetzt mal ein bisschen. Ja. Wartet! Ich werde sprechen. Ich verrate alles, was ihr wollt. Nehmt die Messer weg. Ich kann nicht mehr. Also raus mit der Sprache. Was hattet ihr vor? Wir sollten das spanische Schiff überfallen. Und es im Auftrag des Gouverneurs mitsamt dem Gold den Engländern ausliefern. Willst du mir etwa einen Bären aufbinden? Los, weiter! Ich kann es beweisen! Werft einen Blick auf die Seekarte in meinem Wams. Und weiter? Warum hat der Gouverneur das befohlen? Er hat von den Briten verlangt, dass sie ihn dafür aus Fort Carolina wegbringen. Ah, und wie wollte der Gouverneur erfahren, ob sich das Schiff in euren Händen befand? Ich sollte ein bestimmtes Signal geben. Ein Signal? Von wo aus? Von diesem Schiff aus. Zeichnet. Sprech endlich, du Hund! Oder bist du aus Granit? Wo ist Ruiz in diesem Augenblick und was hat er vor? Er ist tot. Verflucht sein Pech! Niemand darf erfahren, wie er umgekommen ist. Lass die Leiche verschwinden. Ruiz muss in dem Glauben bleiben, dass der Mann noch lebt.
Teufel soll diesen Herr holen? Sie haben es geschafft. Das Signal von Herrera. Bitte überzeugt euch. Na, was sagt ihr jetzt? Kein Fehler, ich warne euch. Ihr sterbt als Erster, wenn es schief geht. Noch einmal. Ich glaube, es klappt. Hoffentlich. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Meine Leute haben gute Arbeit geleistet. Wann werden eure Freunde hier sein? In 2 Tagen. Wann verlassen wir das Fort? Morgen Nacht, wenn das Fest der heiligen Carolina gefeiert wird. Bei dem Trubel können wir uns unbemerkt entfernen. Ruiz, sagt mir endlich die Wahrheit. Was habt ihr mit mir vor? Tut, was ich euch sage. Und ich gebe euch die Freiheit wieder. Unter welchen Bedingungen? Kapitän Escampobar, wir haben einen gemeinsamen Feind. Den derzeitigen Gouverneur von Fort Carolina. Herrera ist nur sein Werkzeug. Helft mir im Kampf gegen diesen Dominique de Gourges und ich gebe euch euer Schiff und das Gold zurück. Wollt ihr mir etwa weismachen für die Möglichkeit, euch einem Schuff zu retten, auf den großen Goldschatz auf diesem Schiff verzichten? Allerdings, ich würde auf alles Gold der Erde verzichten, um mit diesem Dominique de Gourges abzurechnen. Aha, das ist aber nett so. Papa, unsere Leute lassen fragen, ob du noch irgendwelche Befehle für sie hast. Ja, wir werden noch heute Nacht auf beiden Schiffen die Segel setzen. Ich nehme an, ihr habt Hunger. Bitte bedient euch. Ihr behandelt eure Gefangenen gut? Für mich seid ihr kein Gefangener. Zum Wohlsein, Kapitän. Setzt euch. Bitte. Öffnet mir die Tore, hinter denen Dominique de Gourges, dieser Feigling, sich verschanzt hat. Und ich gebe euch mein Wort, dass ihr alles wiederbekommt, was euch anvertraut war. Aber ich bin doch nicht in Fort Carolina. Das ist kein Problem. Heute Nacht werden wir mit beiden Schiffen die Küste erreichen. Das glaube ich, aber ich verstehe nicht, was wir... Da beim geheimen Landeplatz. Dort sind wir völlig unbeobachtet. Ihr setzt mit einer Schaluppe nach Fort Carolina über und erzählt Dominique, ihr hättet euch aus dem Gemetzel retten können. Dann ist das Spiel gewonnen. Ja, ich finde den Vorschlag nicht schlecht. Ihr müsst mir nur genau sagen, was ich zu tun habe, wenn ich im Fort bin. Morgen ist das Fest der heiligen Carolina. Wenn die Prozession am Tor des Schlosses ist, müsst ihr in einem günstigen Augenblick die Zugbrücke herunterlassen. Das Weitere besorgen wir. Die Sache ist nicht ungefährlich für euch. Wollt ihr es versuchen? Ich habe keine andere Wahl. Einverstanden. Gut. Was habt ihr befohlen? Wir gehen auf Gegenkurs und lotsen die Karavelle in die Bucht von St. Egidius. Und das Gold? Bleibt, wo es ist. Zunächst wird es von keinem angerührt. Aber wir haben es doch erbeutet. Es gehört uns. Niemand rührt das Gold an, habe ich befohlen. Das gilt auch für dich. Oh nein, Ruiz. Ich habe es satt, für deine Verrücktheit zu kämpfen. Du oder ich, verteidige dich. Halt! Auch du wirst es noch lernen, meine Befehle auszuführen. Vorwärts, alle Mann an Deck. Kapitän, kümmert euch um euer Schiff. Es ist der Wohl! Voy l'amore, el mio amore ti dio, perché solo l'amore fa bella la vita e splende per me. Vuoi il mio cuore ti do, perché solo nel cuore c'è tutto il calore che voglio da te. Oh, come un fiore di spagna sbocciato di incanto è l'amore per te. Questa musica accende più forte la fiamma che sento per te. Vuoi l'amore, il mio amore ti do, perché solo l'amore fa bella la vita e tu sei con me. Er singt mit sehr viel Gefühl.
Dass ihr so schnell mit der Pistole zur Hand wart, hat mich nicht täuschen können. Ich habe sofort in euren Augen gesehen, dass ihr im Grunde ganz anders seid. Ihr macht mich verlegen. So etwas hat noch nie jemand zu mir gesagt. Seltsam. Ich war in den letzten Stunden zweimal in Lebensgefahr. Und beide Male habt ihr mir aus der Klemme geholfen. Ich kann euch aber nicht versprechen, ob ich ein drittes Mal auch pünktlich zur Stelle bin. Solange, ich habe den Vorschlag eures Vaters nur angenommen, um euch wiederzusehen. Kapitän, ich glaube, es wird Zeit für euch. Ich komme. Setzt euch nicht zu sehr der Gefahr aus. Auch ich möchte euch wiedersehen. Wenn ich wiederkomme, werde ich euch niemals mehr verlassen. Auf Wiedersehen, Solange. Wünsch mir Glück, Solange. Kapitän, die Schaluppe liegt bereit. Ihr müsst aufbrechen. Ich komme. Macht eure Sache gut. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Und viel Glück. Danke. Auf See, wo ich sein müsste. Ich verstehe eure Überraschung. Wo ist euer Schiff? Was ist damit geschehen? Signor Dominique de Gourges, ihr scheint von lauter Verrätern und Mördern umgeben zu sein. Ich verdanke es nur meiner Entschlossenheit und meinem Glück, dass ich jetzt vor euch stehe und euch mitteilen kann, was vorgefallen ist. Darf ich mich setzen? Aber mich trifft keine Schuld. Woran? Ich weiß nicht. An dem, was geschehen ist. Ihr habt keine Schuld. Aber als wir in der Taverne von Conchita waren... Hat Herrera... Herrera? Ja, Herrera. Er hat sich mit einer Rotte von gedungenen Mördern an Bord meines Schiffes geschlichen und uns draußen auf hoher See überfallen. Und das Gold. Ja, das Gold. Da müsst ihr Herrera fragen. Ich bin über Bord gesprungen, er hält mich für tot. Wie könnt ihr euch auch als Kommandant eines Schiffes mit einer so kostbaren nachts in der Taverne herumtreiben? Darüber möchte ich ja eben mit euch, Herrera, nicht zu erwähnen. Wenn ihr dafür die Sache mit der Taverne vergesst. Euch zuliebe. Hey, Wache! Kapitän ins Gästezimmer. Kleidet ihn neu ein, gebt ihn zu essen und behandelt ihn seinem Rang entsprechend. Für uns Sünder, Santa Maria. Still, du brauchst keine Angst zu haben. Ich will nur mit dir sprechen. Wer seid ihr? Ein guter Freund. Ich kenne euch nicht. Lasst mich los. Ich muss sofort mit dem Gouverneur sprechen. Der Gouverneur? Warum kommt er da zu mir? Was geht mich der Gouverneur an? Du unterschätzt mich, Conchita. Ihr kennt sogar meinen Namen? Sagt mir endlich, wer ihr seid. Das wirst du noch früh genug erfahren. Bring mich jetzt zum Gouverneur.
Das ist also alles, was mir nach 15-jährigem Dienst in diesem verwünschten Nest geblieben ist. Exzellenz, beeilt euch. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Bei Sonnenaufgang ist das englische Schiff auf der Höhe von Fort Carolina. Wir müssen bis dahin unbedingt draußen auf See sein. Ich bin soweit. Wir können sofort aufbrechen. Du willst weg? Für immer? Ja, und du kommst mit. Aber wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst diesen Durchgang nicht benutzen? Warum bist du hierher gekommen? Dieser Mann will dich sprechen. Wer seid ihr? Ich bin euer treuster Untertan. Euer Leben ist in höchster Gefahr. Freunde! Kommt! Ah! Ah! Unser Plan gekannt. Jemand muss es verraten haben. Das kann nur Carlos gewesen sein. Wir werden es trotzdem schaffen. Kommt! Feuer! Wir können ganz unbesorgt sein. Wir holen das Goldschiff und segeln damit zur englischen Flotte. Und du sieh dich vor. Bei der ersten verdächtigen Bewegung, die du machst, wirst du sofort erschossen. Wenn du ehrlich bist, bekommst du einen Teil des Goldes als Belohnung. Einverstanden. Damit lege also diese delikate Angelegenheit in den Händen eines kleinen Gauners. Kommt herein. Was gibt's? Die meisten der Angreifer sind niedergemacht. Nur noch ganz wenige wehren sich verzweifelt. Ausgezeichnet. Haltet mich weiter auf dem Laufenden. Was ist das? Sind Sie bereits so weit vorgedrungen? Vielleicht hat einer von Ihnen im Schloss Zuflucht gesucht. Ich werde sofort nachsehen. Holt mir! Ja, Freunde! Barrikadiert die Tür! Hier ist eine Geheimtür! Vorsicht! Die Wache! Thank you.
Wer ist entkommen? Wer? Ruiz! Alle anderen sind tot oder gefangen. Es ist auch ein Mädchen darunter. Ein Mädchen? Wer ist dieses Mädchen? Seine Tochter. Ruiz hat eine Tochter? Sie heißt Solange. Du hast es mir doch versprochen. Ich bitte dich um alles in der Welt. Du darfst mich nicht im Stich lassen nach allem, was ich für dich getan habe. Dominique, du hast es mir doch versprochen. Nein, ich kann dich nicht mitnehmen, Schatz, für die Farce. Ich nein, kann ich will, das nicht mit dir fliehen. Weg mit dir. Nein, du gemeiner Schuft. Das wirst du mir büßen. Weg, lass mich los. Sag es mir. Carlos, war es nicht, der euch verraten hat? Es war einer von euren eigenen Leuten. Einer von meinen Leuten? Wie heißt er? Real. Real? Dieser feige Hund. Wo ist der Schwein? Bitte sag mir, wo Solange ist. Der Gouverneur hat sie entführt. Der Gouverneur? Weißt du, wo er sie hingebracht hat? Auf das... Wohin? Auf das... Auf das Schiff mit der Goldladung? Wir müssen ihm unbedingt zuvorkommen. Vorwärts, Freunde! Wir nehmen die Pferde des Gouverneurs! Wir reiten die Küste entlang! Dann sind wir vor Ihnen da! Was ist das für Rauch auf der Providencia? Wie viele Piraten sind zurückgeblieben? Vier. Vier? Wirklich nur vier? Ja, mehr nicht. Warum zitterst du denn? Es ist die Wahrheit. Wenn ihr mir nicht glauben wollt, fragt sie doch. Wie viele Leute sind an Bord des Schiffes zurückgeblieben? Antworte! Antworte! Antwort, habe ich gesagt! Halt! Nicht schießen! Nicht schießen! Ruiz und seine Leute sind getötet worden! Seine Tochter ist meine Gefangene! Seht her! Überzeugt euch, dass es Solange, die Tochter von Ruiz, ist
Vorwärts! Sprich du mit ihnen! Sag ihnen, dass Ruiz umgekommen ist! Na los! Hier ist Real! Ruiz und alle übrigen sind tot! Ich war selbst dabei, wie er getötet wurde! Ich war selbst dabei, als er getötet wurde! Nicht erschießen! Ich schenke euch das Leben, wenn ihr die Waffen streckt! Jeder Widerstand ist zwecklos! Bravo, Real! Ich danke dir! Du hast deine Rolle gut gespielt! Aber das ist doch Ruiz! Wie ist das möglich? Ruiz auf dem Schiff! Real ist kein Verräter, wie du geglaubt hast, sondern der Treue von seinen wahr. Leuten. Das ist nicht wahr. Er hat dich in die Falle gelockt, die ich dir gestellt habe. Nein, das stimmt nicht. Alle Geschütze der Providencia sind auf den Strand gerichtet. Das ist nicht wahr. Du kannst nein, Jorge, das sollst du wissen. Nein! Danke, Dominique. Du hast einen räudigen Hund getötet. Du freust dich zu früh, Ruiz. Dir kann ich nichts anhaben. Aber ich habe deine Tochter in der Gewalt. Wenn du auf mich schießen lässt, wird sie genauso sterben wie Real. Ich warne dich, Dominique de Gourges. Wenn du es wagst, meiner Tochter auch nur ein Haar zu krümmen, werde ich euch mit einer Salve hinwegfegen. Wie viele Leute hast du an Bord? Ich weiß es nicht. Zähl sie selbst heraus, Freunde. Siehst du die vielen brennenden Fackeln, Dominique? Wir brauchen sie nur, das Pulver der Geschütze zu halten. Ihr habt wieder mal den Kürzeren gezogen. Dieser Ruiz fängt an, mir zu imponieren. Leute wie ihn brauchen wir für unsere Kolonien. Dominique, bist du bereit, dich im Guten mit mir zu einigen? Ich glaube, es bleibt euch nichts anderes übrig, als zu verhandeln. Wenn ihr meine Tochter freilasst, könnt ihr das Schiff mitsamt der Goldladung haben. Beweise mir erst, dass das Gold noch an Bord ist. Los, hoch! Ich, Kapitän Herrera, bestätige euch, dass das Gold noch hier an Bord ist. Ich bin einverstanden. Deine Tochter ist frei. Bring dieses Schwein zu den anderen Schurken unter Deck. Wie viele haben wir? Zehn. Kein Seemann darunter? Doch, aber nur 4 Galeeren. Sperr ihn dazu, das ist die richtige Gesellschaft. Los, doch! Hört zu, Kapitän. Ihr müsst mir noch einmal blind vertrauen. Ich gebe euch mein Wort, dass ihr euer Schiff zurückbekommen werdet. Ich bin Soldat, Reus. Und ich habe den Befehl, eine wertvolle Ladung nach Spanien zu bringen. Ich bin froh, dass ihr mir helfen wollt. Allein würde ich es nicht schaffen. Ich vertraue euch. Vielen Dank. Wir müssen überlegt handeln. Wie beim Schachspiel. Ein falscher Zug verdirbt alles. Stellt euch auf und macht euch zum Feuern bereit. Gib mir eine Pistole. Ich warne euch, versucht nicht, mich zu täuschen. Die Gewehre meiner Leute sind auf euch gerichtet. Eine verdächtige Bewegung und ich erschieße deine Tochter, Ruiz. Lass es nicht darauf ankommen. Werft die Waffen ins Meer! Die Waffen weg oder ich lasse euch nicht an Land! Jetzt könnt ihr näher kommen und aussteigen, aber nicht alle auf einmal! Halt! Du bist also Ruiz, der Mann mit der roten Maske. Warum versteckst du dich vor mir? Ich will dein Gesicht sehen! Bist du jetzt zufrieden? Und du hast mich überlisten wollen. Aber so leicht ist Dominique nicht zu besiegen. Und jetzt wollen wir den Handel, den du vorgeschlagen hast, abschließen. Aber wehe, wenn das Ganze eine Falle ist und noch einige Leute auf dem Schiff sind. Das würdest du bitter bereuen, das kannst du mir glauben. Denn bis ich sicher bin, wird deine Tochter bei mir bleiben. Haltet sie fest! Alles in die Boote. Dominique! Komm nicht etwa auf den Gedanken, auf unser Schiff feuern zu lassen. Wir haben die Geschützrohre verstopft. Sie würden explodieren. Und deine Tochter könnte verletzt werden. Siehst du, Ruiz, wie gut es ist, dass ich sie mit mir nehme? Wenn ich bei den Engländern bin, will ich sie zurückschicken. Du kannst dich darauf verlassen. Vorwärts, los! Ins Boot! Los, ab! Auf welchen Kurs wird er gehen? Richtung Kap St. Egidius. Macht euch fertig.
Wir müssen auf unserem Schiff sein, bevor sie abfahren. Komme! Beeilt euch, macht, dass ihr an Bord kommt. Alles klar zum Auslauf. Anker hoch und Segel setzen. Keine Minute zu verlieren. Noch immer keine Spur von den Engländern. Herrera, seid ihr sicher, dass ihr den richtigen Kurs gewählt habt? Völlig sicher. Aber wir kommen langsamer vorwärts, als wir glaubten. Könnt ihr euch erklären, warum? Nein, wir haben alles repariert. Sogar die Geschütze sind bald wieder in Ordnung. Woran liegt es dann, dass wir nicht schneller vorwärts kommen? Wir haben eine viel zu kleine und ungeübte Mannschaft für ein solches Schiff, Exzellenz. Außerdem haben die Reparaturen Zeit gekostet. Zuerst das Hauptsegel, dann das gebrochene Ruder. Wir haben das Mädchen an den Mast gefesselt, um die Piraten in Schach zu halten, damit sie nun schießen können. Aber wenn wir das englische Schiff nicht treffen, dann sind wir verloren. Beeilt euch! Macht endlich die Geschütze klar zum Feuern! Hier. Ihr nicht. Der Gouverneur ist verboten. Ich verstehe das nicht. Sie müssten längst in Sicht sein. Wir haben unseren Kurs genau eingehalten. Ja, unsere Position stimmt auch. Antwort voraus, Schiff in Sicht! Ich glaube, es ist die Providencia. Signalisiert, sie soll beidrehen. Signalgast, gib das Zeichen zum Beidrehen. Alle Mann an Deck! Das ist das englische Schiff. Sie geben Signal zum Beidrehen. Fertig machen zum Anlegen. Überwacht Manöver. Ich ziehe mich um. Die Mannschaft sieht mehr als abenteuerlich aus. Das ist doch kein Wunder. Es sind Sträflinge, die das Schiff auf Befehl des Gouverneurs überfallen haben. Schneller mit dem Feuerwehr, blieb die Pette aus! Der große Faune scheint der spanische Gouverneur zu sein. Wir müssen die Form wahren und ihn gebührend empfangen. Seid ihr der Gouverneur von Fort Carolina? Ja, der bin ich. Und wo ist unser Gesandter, Lord Simmons? Lord Simmons ist leider krank geworden. Er liegt zu Bett. Das ist mein Schiff. Dieser Schuft wird sich wundern. Solange ist an den Mast gefesselt. Haltet euch bereit. Jetzt werden wir mit Dominik und seiner Bande abbrechen. Wir haben es geschafft. Bravo, Herr Rea. Der Kapitän hat uns also doch wohlbehalten ans Ziel gebracht. Ich bewundere euer Geschick, den Lauf der Dinge zu korrigieren. Dafür gibt es ein einfaches Rezept. Man muss nur immer seine eigene Person genügend lieben und alle anderen hassen. Ich gehe auf die Brücke und signalisiere dem Kapitän, dass ich an Bord bin. Ich begleite euch. Herr Rea, lasst sofort das Mädchen losbinden. Die Engländer sind sehr empfindlich. Es wäre mir äußerst unangenehm, wenn der Anblick ihr Zartgefühl verletzen würde. Lasst sie im Kielraum unterbringen. Oder wartet, bringt sie her. Ich möchte ein paar Worte mit ihr sprechen. Ich freue mich, dass ihr wieder guter Laune seid. Fort Carolina ist nur noch eine böse Erinnerung für mich. Bald wird sie völlig ausgelöscht sein. Simmons ist auf der Brücke. Solange wird losgebunden. Du, signalisiere, wir wollen beidrehen. Ich weiß nicht, wie das geht. Gib her, ich mach's schon. Zeigt euch nicht zu früh, sonst beglückt die Überraschung. Zieh die Jacke an. Sie müssen uns bis zum Schluss für Engländer halten.
Das arme Kind hat Durst. Ich wollte ihr Meerwasser geben, aber das mag die junge Dame nicht. Ihr seid nicht sehr nett zu diesem reizenden Kind. Darf ich euch um etwas bitten? Aber natürlich. Der Vater dieser hübschen Kratzbürste hat mich auf diesen Tisch binden lassen und einen von seiner Bande mit Messern nach mir werfen lassen. Und sie hat sich dabei aufs Köstlichste amüsiert. Ich möchte mich jetzt gern dafür revanchieren und sie ebenfalls auf diesen Tisch binden. Dann merkt sie doch wenigstens nachträglich, wie mir zu... Papa! Ja, seid ihr? Denk einmal gut nach. Wir haben uns 1661 zuletzt gesehen. In Fort Carolina. André Lepeuf! Bleib stehen! Wir haben viel Zeit. Papa! Solange. Hör einmal gut zu. Ich bin nicht dein Vater. Aber ich war sein bester Freund. Ich heiße nicht Ruiz, sondern André Lebeuf. Ruiz? Du bist Ruiz? Nicht der Schuft, den du mit deinen Leuten an Land geschickt hast? Schweig immer das! Schurke! Solange. Dein Vater lebt nicht mehr. Dieser Mann dort hat ihn ermordet. Dein Vater war ein gütiger und gerechter Mann. Er wurde von allen geehrt und geachtet, aber dieser Schuft hat ihn getötet. Dein Vater hat ihm blindlings vertraut. Aber dieser Schurke, Dominique de Gauche, hat ihn durch Verrat umgebracht. Ich habe dich damals gerettet und dich in dem Glauben gelassen, dass ich dein Vater wäre. Aber jetzt sollst du endlich die Wahrheit erfahren. Keine Bewegung! Dein Vater war Gouverneur von Fort Carolina. Aber dieser feige Verräter hat sich auf seinen Platz gesetzt und sich seinen sämtlichen Titel und Auszeichnungen und seinen Besitz angeeignet. Aber er wird sich nicht mehr daran freuen können. Die Stunde der Abrechnung ist gekommen. Verteidige dich! Die Rechnung ist falsch. Ich warne dich. In wenigen Minuten sind die Engländer hier. Sie werden dich an die Mastspitze hängen. Du sollst dich verteidigen, habe ich gesagt. Hörst du, da sind deine Freunde. Solange. Solange. Solange, wir haben nichts zu befürchten, das ist Carlos. Versuch hinüber zu schwimmen, bei ihm bist du in Sicherheit. Nein, ich will hier bleiben. Da ist er. Nehmt den Schurken fest, macht sie alle beide unschädlich. Hast du nicht gehört, was ich dir befohlen habe? Beeilt euch! Spring ins Wasser, ich werde sie so lange aufhalten. Spring ins Wasser! Nein! Solange, schwimm zu Carlos hinüber. Nein! Sie werde ich mit ihm fertig. Tötet sie oder nehmt sie fest. Lasst sie nicht entkommen. Ich zahle euch eine hohe Belohnung, wenn ihr sie unschädlich macht. Schnell, bevor die Engländer da sind. Ich bringe euch alle um, ihr Feiglinge. Schlagt sie zusammen. Vorwärts, ihr feigen Hunde. Ich lasse euch hängen, wenn ihr sie entkommen lässt. Bringt sie um. Ins Wasser, Solange. Schnell! Vielleicht ist sie verletzt. Sämtliche Geschütze, Kassen feuern! Schießt! Glaubt immer noch, dass die Engländer mich hängen? Macht die Geschütze feuer bereit, schnell! Hallo, schnell auf Nacht und Feuer! Ah!
wir nicht mehr. Verzeihung, darf ich einen Augenblick stören? Bitte? Tante des Königs von England, ich möchte euch meinen Degen überreichen. Tut mir leid, Milord, aber ihr seid Gefangener des Kapitäns Carlos de Escampovar. Ich danke euch, Ruiz. Die Regierung von Spanien wird es zu schätzen wissen. Erlaubt ihr mir, dass ich wieder auf mein Schiff gehe? Ihr seid ja doch gut aufgehoben, Milord. Ich möchte auf unser Schiff hinüber. Das englische Schiff ist meine Beute, Milord. Das möchte ich gern behalten. Aber das ist unglaublich, meine Nation. Auf Wiedersehen, Ruiz! Nicht mehr Ruiz! André! Ich bleibe so lange Ruiz, bis Fort Carolina wieder im Besitz der Franzosen ist!